Heute geht es um die vollständige Induktion. Und zwar sollen wir beweisen, dass 3 hoch 2n plus 4 minus 2 hoch n minus 1 teilbar ist durch 7. Und zwar soll das gelten für alle n größer oder gleich 1. Jetzt fangen wir an. Wir setzen einmal den 1er ein und dann steht hier 3 hoch 2 mal 1 ist 2 plus 4. Minus 2 hoch 1 minus 1, 2 hoch 0, das ist dann 3 hoch 6 minus 1, also 2 hoch 0 ist natürlich 1, 3 hoch 6 ist, dann tippen wir es im Taschenrechner ein, 6 minus 1 und das soll jetzt teilbar sein durch 7. Sagen wir auf 104. Also es stimmt, es ist teilbar durch 7. Also Induktionsvoraussetzung. Das war jetzt der Induktionsanfang, schreiben wir noch her. Induktionsvoraussetzung. Es existiert in Element in, für das gilt 3 hoch 2n plus 4. Minus 2 hoch n minus 1 ist teilbar durch 7. Und jetzt müssen wir noch zeigen, dass es für die nachfolgenden n's genauso gilt, also für ein n plus 1. So, jetzt setzen wir über n plus 1 ein. Nicht auf die Klammer vergessen. 2 hoch n plus 1 minus 1. So. Und jetzt dort vereinfachen wir mal diesen Ausdruck hier. Da ist dann 3 hoch 2n plus 2 plus 4. Minus 2 hoch n plus 1 minus 1. So, und jetzt muss ich mal schauen, wo ich meine Induktionsvoraussetzung benutzen kann. Also das steht ja hier drinnen, steckt hier drin. Also ich kann es folgendermaßen umschreiben. 3 hoch 2n plus 4. Mal 3 hoch 2, kann ich immer die Potenzgesetze anwenden, minus 2 hoch n minus 1 mal 2 hoch 1. Also auf das kann ich es herabbrechen. So, und jetzt schauen wir mal 3 hoch 2, was ist das? Das ist 3 hoch 2 n plus 4 mal 3 hoch 2 ist 9 minus 2 hoch n minus 1 mal 2 hoch 1. So, und jetzt kann ich diese, ich muss jetzt schauen, wo der 7er ist. Es muss ja immer teilbar sein durch 7. Den 9er kann ich auch umschreiben folgendermaßen. 3 hoch 2n plus 4 mal 7 plus 2 minus 2 hoch n minus 1 mal 2. 1, von mir aus lassen wir das noch. So, und jetzt sehen wir, der 2er ist dann hier, hier ist der 7er. Jetzt kann ich das folgendermaßen weiter schreiben. Also ich kann jetzt mal sagen, 7 mal 3 hoch 2n plus 4 plus 2 mal 3 hoch 2n plus 4 minus 2 hoch n minus 1 mal 2. So, und jetzt dort schauen wir mal, wie wir weitermachen können. Also alles, was ich hier 7 mal nehme, ist immer teilbar durch 7. Das ist teilbar durch 7. 7 mal 3 hoch 2n ist immer teilbar durch 7.
Und hier steht dann, der Zweier steht hier. Kann ich ausklammern, zusammensetzen. 2 mal 3 hoch 2n plus 4 minus 2 hoch n minus 1. So, und wenn wir jetzt da zurückschauen, das ist ja unsere Induktionsvoraussetzung. Also, da steht es ja, 3 hoch 2n plus 4 minus 2 hoch n minus 1. Das ist die Induktionsvoraussetzung und das wissen wir sowieso, dass die teilbar ist durch 7. Also dieser Teil ist teilbar durch 7. Und hier habe ich einfach zweimal meine Induktionsvoraussetzung benutzt. Und damit sind wir auch schon mit dem Beweis durch. Es ist fertig, wir haben jetzt das bewiesen, dass es teilbar ist durch 7.